Zu einem Lichtbildervortrag über eine Reise durch Südamerika kam Liesel Westermann in die Rheingemeinde. Besonders die jugendlichen Zuhörer waren ganz interessiert. Ebenfalls im Rahmen des Kulturprogramms der Volkshochschule gab Jutta Ludewig in der Aula der Goetheschule ein Tanzgastspiel. Im Ausdruckstanz stellte sie Eindrücke, Empfindungen und Erlebnisse dar. Auch der Wanderfreund kommt nicht zu kurz. Diesmal führte Herr Christoph Haas seine Gruppe von Hollerath vorbei an den Narzissenwiesen an der belgischen Grenze zur Oleftalsperre. Den Abschluss bildete ein Besuch im Wildfreigehege Hellental mit seiner Greifvogelwachte. Hardy von der Driesch im Rheinpark. Wesselinger Polizei im Einsatz. Eine Verkehrskontrolle auf der Brühler Straße. Ob die Tüte sich wohl blau färbt? Der Ortsteil Berzdorf, er liegt zwischen Wesseling und Brühl, ist seit 1961 eingemeindet. Durch den Ortsteil Berzdorf fließt der Palmersdorfer Bach. In dieser wohl größten Hühnerfarm in Nordrhein-Westfalen legen ca. 60.000 Hennen täglich ca. 40.000 Eier. Thank you.
Urfeld, das früher zum Amt Bornheim gehörte, ist Wesselings jüngstes Kind. Seit dem 1. August 1969 ist dieser Ortsteil an die Gemeinde Wesseling angeschlossen. Die Residenz des schwedischen Botschafters befindet sich hier in Urfeld. Vor allem die vielen landwirtschaftlichen Betriebe kennzeichnen das Bild Urfelds. Die Haupterwerbsquelle ist der Gemüsebau.